Meine Frau und die Mannschaft, die haben mich ja erkannt. Denn Jesus hat sie bedroht und ihnen Schweigen auferlegt. Die Umgebung, die haben in ihm nur einen Provenant, einen Untertäter oder einen der Propheten zu sehen geglaubt. Aber nur wenigen war es vergönnt, dass sie wirklich den Herrn, den Sohn Gottes in ihm sah. Und es waren nicht viele, die seine Rede glaubten. Aber es waren nicht viele, die es glaubten und ihr Leben danach einstellten. Wundern wir uns denn nun heute, dass es anders sei als wie damals? Jene mussten damals an das durch den Geist des Herrn gegebene Wort glauben. Und uns bleibt auch kein anderer Weg. Auch wir müssen glauben an das Wort, das uns durch den Geist des Herrn und angezeigt durch die göttliche Offenbarung Jesu Christi gegeben ist. Wir müssen es nicht glauben. Wir können es lassen, aber dann fehlt die Wirklichkeit vom Tag der ersten Auferstehung. Geben wir uns, meine lieben Geschwister, darin keine Täuschung hin. Der Sohn Gottes kommt zu meiner Lebzeit und somit auch zu eurer. Wenn auch was heute noch nicht voran geglaubt wird, und manche sogar ängstlich darüber wachen, dass das in ihrem Bereich ja nicht so drastisch verkündigt wird.